Hallo und willkommen zu meinem komischen kleinen Unboxing hier. Mal wieder so ein bescheuertes Unboxing, wie das andere auch war. Und zwar habe ich heute endlich meine blöde Loot Chest bekommen. Das ist die erste von den komischen Loot Chests, die ich mir bestellt habe. Ich habe mir so ein Dreierpack besorgt, so gibt's 3 Monate für je 22,95, meine ich. Müsst ihr mal gucken, ich tue die Seite mal unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal reinschauen. So, jetzt suche ich was zum Aufmachen, weil die ist noch. So, die ist ja noch versiegelt. Wenn man das so sieht. Und ich hatte die noch nicht auf. Und darum werde ich dann mal versuchen, jetzt die blöde Kiste hier zu öffnen. So, jetzt bin ich mal richtig gespannt, was da drin ist. Ich weiß es nämlich nicht. Das ist nämlich wie eine Wundertüte. Sag ich mal so. So, wie geht's denn auf hier? Ja, theoretisch sollte das Teil ja zu sehen sein und nicht nur ich. Mit meinen schönen Locken. Ja, da. Ja. Das geht halt gerade noch nicht so an. Oh. Das ist so ein Ding, ne? Juli. Juli Loot Chest. Jetzt steht da noch ganz viel Gedöns drin hier. Ich werde es mir später mal durchgucken. Da ist so eine blaue Folie drin, ne? Damit ich auch ja nicht sehe. Und ich krieg gleich erstmal einen Anfall. Was ist das denn? Game Monade, Energy for Gamers, lol. Lol. Guck dir das an. Auch lustig. Space Invaders Home. Sehr geil. Und eine Cap. Eine Yoshi Cap. Oh, die Cap mit Yoshi drauf. Die mir mit den langen Haaren noch ein bisschen besser passt. Wahnsinn, aber trotzdem recht groß. Ne? Aber Yoshi. Geil. Hey, ich habe ja noch nicht genug davon. Geil. So, was gibt's denn noch Schönes? So einen Würfel. Was ist denn das? Kann ich das mal aufpullen hier? Das tolle Tütchen hier ist echt. So, wie geht das mal? Das ist so ein Ding ins Würfel. Ach, das ist eine Kette! Wie geil ist das denn? Oh. Das ist eine Kette mit so einem Würfel dran. Geil! Sehr geil. Die passt so gar nicht, scheiße. Ach ja. Ich sollte die aufmachen vorher. So, Tütchen. Was ist das? Was ist das? Da ist so ein Batman drauf. Warum ist da so ein Batman drauf? Und mal eben. Ich muss mal auseinanderpullen hier. Das ist. So ein kleines Portemonnaie. Mit Batman. Batman-Portemonnaie. Warte mal eben. Krieg ich das mal auseinandergepult hier. Batman-Portemonnaie. Mal gucken, vielleicht eignet sich das ja. Ich habe ja immer so meine Probleme mit Portemonnaies. Ich denke, wenn ich nur 3 Karten mit reinnehmen möchte. Nö, meins ist passender. Aber das ist schon cool. Richtig cool. So, was ist das hier? Ein paar komische Aufkleber von Loot Chest. Loot Chest Aufkleber, wo einfach nur Loot Chest draufsteht. Luchas.de. Vielleicht hänge ich da so ein Ding unten in die Ecke rein. Oder da oben. Oder da. Am besten da hinten. Da ist genug Platz. So, was ist das hier? Transformers. Trading Card Game. Guck mal, Transformers Karten. Kenne ich überhaupt nicht. Was ist das? Toxic Waste. Ach, guck mal, so Süßigkeiten. Auch Süßigkeiten. Auch interessant, ne? Bin mal gespannt, was da drin ist. Ich guck mal ein Stück weiter hier. So, Werbung. Und irgendwas mit einem lustigen Pikachu Mario. Sehr geil. Auf jeden Fall witzig.
Ich will mir diese Bonbons angucken. Bonbons, Bonbons. Bonbons. So, ich hab voll die komische Stimme und außerdem ist es. Das hängt an mir. Ich bin magnetisch anziehend oder so ähnlich. Statisch geladen. Gib mir das noch hin. Gib mir das noch her, ich will da ran. Alter. So. Jetzt bleiben wir mal ruhig hier. Ich will mir diese blöden Bonbons anschauen. Ja, da steht schon drauf. Warnung. Erstickungsgefahr. Steht natürlich alles auf Englisch hier drauf. Darum habe ich gerade ein bisschen meine Probleme hier. Natürlich, daran liegt es. Daran liegt es, dass hier alles auf Englisch drauf steht, dass ich diese Folie hier nicht abkriege. So was ist es nicht. Bin ich behindert? Ja, komm. Auf da. Das sind so kleine Bonbons. Die will ich jetzt gar nicht probieren, so. Da hab ich wieder Angst vor. So, auf jeden Fall cool. So, das war die Loot-Chest. Erstmal alles wieder hier rein. Mikrofon gehauen, oh. Die Cap finde ich cool. Energy werde ich nachher noch saufen. Und die Kette finde ich auch nicht schlecht. Auf jeden Fall sehr interessant. Und die Cap, ach guck mal, da ist sogar ein Schild hinten dran. 2012, Super Mario. Super Mario Yoshi Cap. So hier. Das war's. Mit der Juni Loot Chest. So. Weg damit. Braucht kein Arsch mehr, so. Egal. Ja, war ganz lustig. Könntest du rückwärts rumtragen? Okay. War sehr schön, das Ding. Nächstes Mal kriege ich wieder eine. Und dann packe ich wieder aus. So mache ich das jetzt. Jeden Monat packe ich jetzt einen Loot Chest aus. Mach davon so mehr oder weniger Unboxing. Ich hoffe, bis in 2 Monaten oder so kriege ich das besser hin mit einer anderen Kamera noch. Dass ich dann so 2 Kameras zusammen so hin und her hier baue. Ich sehe gar nicht, wo meine Finger sind hier auf der scheiß Kamera. So. Dass ich mir da irgend so ein Kästchen irgendwo hinbaue, wo ich dann von vorne die, oder von oben, die so filme, keine Ahnung, was weiß ich. Muss mir jetzt mal eine anständige Kamera besorgen. Ich glaube, mit dem Ding komme ich nicht weit. Das kann noch nicht mal 16 zu, nun. Scheiß toll. Naja, was soll's. Okay. Video war lustig. Hoffe, ich hat euch gefallen. Und würde sagen, sehen wir uns irgendwo, irgendwann, irgendwie später wieder, ne? Würde ich sagen, bis dann.